Ja, einfach mal, um das Video ein bisschen aufzuheitern, einfach mal ein random Fakt von mir: Schwitze beim Kacken. Familie Pfützenreiter hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Heute an Weihnachten will die Familie einen friedlichen und harmonischen Abschluss zum Jahresende finden. Das Weihnachtsfest ist für mich immer ein absolutes Highlight im Jahr. Das Leuchten in den Augen der Kinder, da musste ich manchmal das hasse ich. Auch mit Das den finde ich Tränen scheiße. kämpfen. Meine Kinder würden, habe ich immer so überlegt, was ich meinen Kindern so zu Weihnachten geben würde. Also definitiv Spitzhacke, dass sie endlich mal ein Kohlewerk arbeiten gehen können, ne? Dass einfach mal ein bisschen Geld reinkommt. Weil ich finde es nicht schön, dass Kinder einfach kostenlos in der Wohnung leben. Finde ich nie gut. Britta hat nur Nee. sehr wenig Lust auf das Weihnachtsfest mit der Familie. In der Vergangenheit hat sie leider zu viele schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn es den Weihnachtsmann wirklich geben würde, Gibt's. wird er Punkt aus Ende. Larissa und Henning mit seiner Töte. Rute kaputt prügeln. Achso. Ich würde Ja, die Kinder was töten. festhalten, da kannst du aber mal einen drauf lassen. Es ist Heiligabend und Norbert beginnt mit seiner traditionellen Ah. Weihnachtstradition. Nee, Norbert, bitte nicht wieder deine Weihnachtstradition. Ich mache das, seitdem die Kinder klein sind. Also werde ich das auch weiterhin machen, Nein, Britta. machst du nicht. Nächstes Jahr sind die ja hoffentlich ausgezogen. Dann wird Weihnachten Und du auch. geschlossen. Bereit, Britta? Nee. Oh, du fröhliche Britta. Oh, du selige Ich will Britta. das nicht. Gnade bringende Weihnachtszeit, Britta. Hat alles gut gereicht? Christ ist erschienen, Britta, uns zu Ja, das wäre ein bisschen versöhnen. unangenehm, Norbert, ne? bitte. Freue, freue dich, o Christenheit. Los, applaudiert eurem Vater. Er könnte bei The Voice of Germany mitmachen. Danke, Britta. Ja, hätte ich so einen Jetzt. Vater, würde ich definitiv an den Tag sagen, alles klar, ich bin zwar erst 12, aber ich würde gerne eine eigene Wohnung beziehen wollen. Ich bin raus, ich bin raus. Das ist mir einfach hier alles zu viel. Tschüss. Dieses Jahr waren das aber ein paar mehr Geschenke. Letztes Jahr hattest du auch nicht nur 5 im Zeugnis, oder? Na, siehst du. liebe Familie, ich wünsche euch ein fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest. Frohe Weihnachten. Frohe Danke. Weihnachten! Frohe Weihnachten! Bla bla bla, wie auch immer. Ich weiß, wir hatten es nicht immer leicht in diesem Jahr. Und es gab Momente, da. Haben wir es bereut, nicht verhütet zu haben? Oh ja. Britta! Ist doch so, Ja, man Norbert. muss ja Es mal ehrlich gab sein. Momente, da wurde auch mein Geduldsfaden auf die Probe gestellt, aber das ist heute alles vergessen, denn heute ist ja Weihnachten. Heute Abend ist Man bei kann Sie. immer noch die Kinder abgeben, ne? Also es gibt immer noch die Babyklappe, ne? Auch wenn das Kind 17 ist, ab in die Babyklappe, ne? Man kann es ja dann irgendwann abholen. Oder man kann sagen, hier, keine Ahnung, geht mal ins Pfandleihhaus, ne? Viele holen sich auf Silvesterraketen, ne? Und ja, kann man dann vergessen oder man hat dann einfach das Geld nicht mehr so für das Kind dann, ne? Dann noch Party, da gehe ich noch hin. Heute ist Familientag, da bleibt jeder zu Hause. Aber alle gehen dahin. Ich wollte auch Du hin. bist nicht eingeladen. Wohl! Ich bin DJ! Nein! Nein! Es ist Lügen darfst du nicht Weihnachten und da bleiben wir zu Hause. Britta, sag doch auch mal was. Ihr könnt gehen, aber nur, wenn ihr da übernachtet. Ich, Für immer. dass du meinst, wir beide heute Abend alleine und dann. Ich bin nachher bei Ute. Wir wollen auf die Ü50-Party im Stadttheater gehen. Weihnachten ist das Fest der Familie. Da wird niemand das Haus heute Abend verlassen. Wird auch keiner wollen, denn Norbert wird gleich den Weihnachtszauber über das Haus der Familie Pfützenreiter entfalten lassen. Okay. Guck hier Klingt bei interessant. WhatsApp. Sie hat gefragt, ob ich DJ mache auf der Party. Nein! Kinder, Kinder, habt ihr das auch gerade gehört? Diese hässlichen Geräusche, meinst du? Das waren unsere Kinder, Norbert. Die haben wieder Scheiße gelabert. Nein! Da draußen war noch ein Poltern. Das ist bestimmt Clarissas Freund Oh, Tobi, der bestimmt sich. wieder der, das kenne ich auch immer. Ich denke immer so zu Weihnachten, okay, endlich kommt mal hier. Der Weihnachtsmann, nee, das Poltern ist dann der Nachbar, der nackt seine, was weiß ich, seine Füße massiert, ne?
Ja, ja, wieder heimlich in ihr Zimmer schleicht. Gar nicht! Clarissa? Ich liebe Tobi nicht mehr. Er ist doch nicht in meinem Zimmer. Tobi? Tobi! Was? Aber was machst du? Britta, deine Kamera kannst du jetzt zur Konfirmation wünschen. Ich bin schon konfirmiert. Schade, dann war's das wohl mit der Kamera. Kinder, Kinder, ich... Oh, da war ja wieder dieses Poltern. Ich glaube, ich gehe mal raus und schau mal nach, was das war. Es ist jedes Jahr dasselbe. Norbert will einfach nicht verstehen, dass die Kinder mittlerweile zu alt sind für die Kacke. Komm rein, Norbert. Wer ist denn Norbert? Und der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Ja, fröhliche Weihnachten, Familie Pfützenreiter. Ich würde mich gerne einmal setzen, denn ich habe schon einen langen Weg hinter mir vom Nordpol bis zu euch. Wie lange dauert das ungefähr noch? Weil ich muss. Also, ne, wenn es den Weihnachtsmann geben würde und er hätte so einen ganzen Sack voller Geschenke und ich wäre der Erste, wo er hingehen würde, tja, dann war es das letzte Mal, dass der Weihnachtsmann irgendwo hingeht. Ne? Dann würde ich auch mal so. Ja. Ja, dann kommt in Nachrichten dann, ja, der Weihnachtsmann wird vermisst und die 10 Milliarden Geschenke, ja, 10 Milliarden Geschenke gibt es noch nicht mal, ne? So viele Menschen auf der Welt. Aber die Geschenke sind halt wäsch, ne? Ja. Ist noch Soundcheck drüben bei Sina? Klarkommt. Das könnte ein bisschen länger dauern, denn ich habe einen vollen Sack. Henning nicht. Hab ich auch. Der hat sein heute Morgen unter der Dusche entleert. Gar aber keine nicht. Geschenke. Wohl, meine Füße haben geklebt. Clarissa, also. Bitte, dein Bruder hat doch noch nicht mal Haare im Genitalbereich. Oh, also, ich gehe jetzt zur Party. Ich habe aber ein Geschenk für Clarissa. Ich glaube, die Party fängt aber auch ein bisschen später erst an. Clarissa, warst du denn auch immer artig? Nein. Ja. Hör auf, deinen Vater anzulügen, Clarissa. Den Weihnachtsmann darf man nicht anlügen, Clarissa. Okay, ja, ich habe euch angelogen. Tobi ist gerade bei mir oben im Zimmer. Alles gut. Silvester fällt für dich aus. Das, also... Ich hasse dich, ich hasse dich und ich hasse dich. Das Geschenk für die freche Göre kannst du auch verbrennen, Norbert. Wie sieht's denn bei dir aus, Henning? Hast du ein Gedicht vorbereitet? Nee. Dann muss ich wohl den DJ Control Mixer 5000 wieder zurück an den Nordpol mitnehmen. Gedicht. Ich fahr gleich saufen, Norbert, wirklich. Weihnachten ist Liebe, Weihnachten ist Hass. Ja, Weihnachten, Baby, bitte gib mir den Bass. Weihnachten geht nie vorbei und Weihnachten will never die! Ja, geil. Das kann man gelten lassen. Sehr sind schön. Sind wir mal ganz ehrlich, das war echt schlecht. Ich hasse euch. Wirklich, ich hasse euch. Ich bin jetzt weg. Ich geh zu Tobi hoch. Also, Kinder, ich hab jetzt geguckt nach dem Geräusch und nichts gefunden. Merkwürdig, hm? Papa? Was, Wenn du hier bist, wer ist dann? Lol. Fröhliche Weihnachten. Geil. Das war der echte. Und ich dachte immer, das. Der echte Weihnachts. Ja, Kinder. In der Weihnachtszeit, da können manchmal echte Wunder geschehen. Stille Nacht. Heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, o heilige Nacht. Schlaf in himmlischer Ruh, schlaf in himmlischer Ruh. Ah, wenn man DJ auf Wish bestellt, kommt dann da. Stell mir echt so vor, ihr habt so einen DJ auf eure Hochzeit bestellt, dann kommt so älter so mit Blaulicht und Nebelmaschine, keine Ahnung, der raucht dann immer so. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wollte mich am Ende des Jahres noch einmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Es war ein wirklich ganz, ganz tolles Jahr. Es hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gebracht. Ich freue mich sehr auf nächstes Jahr. Ich freue mich total auf die Tour, die kommt. Also an alle, die Karten bekommen haben. Ich freue mich sehr auf euch. Ich freue mich sehr, euch zu sehen.
Und wünsche euch jetzt... Achso, und das Videojahr ist noch nicht vorbei. Es kommen noch Helga und Marianne. Kommen noch zu Weihnachten, kommt ein Video. Und das Helga und Marianne Silvester-Video. Und dann ist im Januar, wie jedes Jahr, erstmal Pause. Da werde ich ganz viel vorproduzieren müssen für die Tour und so weiter und so fort. Wünsche euch jetzt aber erstmal alles Gute, ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest. Bleibt gesund, genießt die Zeit mit eurer Familie und mit euren Liebsten und kommt gesund und munter ins neue Jahr 2022 auf ein hoffentlich besseres und immer normaleres Jahr als die letzten zwei Jahre. Alles Gute euch, passt auf euch auf. Das wird Wunschdenken sein, aber immerhin, ne? Man kann ja hoffen. Nee, Spaß beiseite. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachten, weil das Video kommt ein bisschen später. Lasst euch nicht ärgern. Ich hoffe, ihr rutscht gut ins neue Jahr rein. Scheiße, kommt das Video vor Silvester noch? Ich glaube schon. Wenn nicht, dürft ihr mich schlagen. Ja, und von mir aus kommt da eh nochmal ein Video, wo ich so ein bisschen rede, so ein kleiner Real Talk noch. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Guckt unbedingt das Original an. Bis dahin, haut rein und tschüss.